Jo, liebe Leute, Theo hier mit einem erneuten Mario Odyssey Challenge Video. Und zwar ist diesmal eine knackige Challenge. Wir hatten ja schon der Boden ist Lava, dann hatten wir das Wasser ist Lava. Und jetzt haben wir das Eis ist Lava. Und zwar das Ganze im Sand Kingdom. Ich zeige euch genau, wo ihr zur Challenge kommt. Und zwar müsst ihr nur diesen Weg hier laufen, müsst dann in dieses Loch springen. Und ich zeige euch jetzt, wie diese Challenge abläuft. Und zwar müsst ihr von diesem Punkt, von diesem Startpunkt, dürft ihr das Eis nicht mehr berühren. Ihr dürft nur noch die Steine berühren und ihr müsst komplett durch die gesamte Höhle. Ich habe es selber noch nicht gemacht. Und ich würde sagen, guckt einfach zu, wie ich die ganze Zeit verkacke. Viel Spaß! So, ein erneuter Versuch, Leute. Erstmal hier rüberspringen, das dürfte ja kein Problem sein. So, jetzt da drüben, am besten mit einem Cappy Rolljump. Das dürfte kein Problem sein, Leute, eigentlich darüber. Ich könnte es locker auch mit einem Longjump schaffen, aber lieber auf Nummer sicher gehen. So, bis hierhin ist das kein Problem. Jetzt darüber, das sollten wir auch schaffen, theoretisch. Ich kenne jetzt schon so ein bisschen die Distanzen, die Mario schafft. So, easy cheesy, Leute. So, die Gumbas da. Darüber schaffen wir es, glaube ich, auch. Würde ich jetzt mal sagen, mit einem Longjump, glaube ich. Oh, die haben mich fast berührt, Leute. So. Das wird jetzt knackig. Ich versuche mal die Blume erstmal probieren, Leute, und gucken, ob ich es. Oh, nein! Oh! Nee. Nee, Leute. Nee, nee, nee. So klappt das nicht. So, ein weiterer Versuch, Leute. Ist das überhaupt möglich, die Blume auszulösen und nicht das Eis zu berühren? Oh, scheiße. Also dieser eine Sprung hier, der jetzt kommt, der ist wirklich, der ist knackig, Leute. Wir müssen die Blume auslösen, müssen auf der Blume landen und müssen aber, dürfen das Eis nicht berühren. Mann, ey, ich probiere es jetzt mal so. Zack. Oh, nein. Und dann hier rauf und dann, oh Gott, wie geht's dann weiter, Leute? Ah, da kenne ich, glaube ich, einen Trick. So, Leute, man müsste es schaffen. Ich muss auch diese drei komischen Dinger hier abpassen. Jetzt am besten. Zack. Zack. Und jetzt. Oh, ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's nicht berührt. Ich hab's nicht berührt. Und jetzt, zum Glück, kenne ich Mario Odyssey. Ich wüsste sonst nicht, wie ich das schaffen sollte. Es gibt bestimmt auch einen Weg ohne diesen Trick, den ich euch jetzt zeige. Und zwar warten wir erstmal kurz auf den Bullet Bill. So, Leute. Mit dem Bullet Bill. Schön hier rechts um die Ecke. Wie ein Schummler, könnte man fast sagen. Aber die Regel ist nur, das Eis nicht zu berühren. Und auf den mittleren Ebenen. Oh, fast verkackt, Leute. Auf den mittleren Ebenen ist Eis. Und deswegen lassen wir das Ganze mal erstmal die Münzen hier schön einsammeln. Eigentlich dürfte das gewesen sein. Bloß nicht runterfallen. Oh Gott, Leute. Das kann auch noch passieren. Aber ansonsten ist die Challenge ja nicht so knackig jetzt hier. Den Mond habe ich, glaube ich, in diesem Spielstand noch nicht. Nee, habe ich auch nicht. Als kleinen Bonus noch den Mond. Zack, den habe ich auf den Spielstand noch nicht. Geil, Leute. Kommt man da rüber? Probier's mal. Leute, wenn das einer von euch schaffen würde, das wäre krass. Wenn jemand da von euch rüberkommt. Das würde mich mal interessieren und, oh, knapp, Leute, man kann es vielleicht schaffen. Das war's mit der Challenge fürs Erste, Leute. Schreibt in die Kommentare, ob ihr es geschafft habt, wenn ihr es geschafft habt. Ansonsten schickt mir neue Challenges auf Twitter. Ich bin damit raus, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.